Was geht, WW-Universum, und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo hier auf Paraflow. Nächste Woche steht's endlich an, WrestleMania 37, und auch schon wie in den Jahren zuvor wird es auch dieses Jahr von mir eine Week to Mania geben. Ich möchte euch mal hier so kurz mitteilen, was euch denn so nächste Woche erwartet. Montag bis Freitag gibt's von mir jeden Tag ein neues 20-Fakten-Video. Montag geht's los mit Vince McMahon, 20 Fakten zum WWE-CEO, dem Mann, ohne es den WrestleMania gar nicht geben würde. Dienstag geht es dann weiter mit einem 20-Fakten-Video zu dem Mann, der den Royal Rumble, den Männer Royal Rumble 2021 gewonnen hat, nämlich Edge. Und falls jetzt jemand sagt, ja, Edge gab es doch schon mal, gab es jetzt tatsächlich schon mal, aber das Video jetzt hier ist ein komplettes Remake das eine meiner allerersten 20-Fakten-Videos, denn das alte, ja, das ist qualitätstechnisch nicht mehr so der Brüller. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, machst du mal eine Neuauflage davon, tauscht auch alte Fakten aus, die nicht mehr aktuell sind oder Fehler beinhaltet haben. Deswegen rentiert sich das Video auch anzuschauen für Leute, die das alte bereits kannten. Mittwoch geht es dann weiter mit 20 Fakten zu Bianca Belair. Die hat ja den Frauen-Royal Rumble 2021 gewonnen. Donnerstag dann ein weiteres Remake, nämlich 20 Fakten zu Randy Orton. Das Randy Orton-Fakten-Video war ja das erste, was es hier auf dem Kanal übrigens überhaupt mal gab. Deswegen ist auch hier ein Remake durchaus angebracht gewesen. Freitag geht es dann weiter mit einem 20-Fakten-Video zur aktuellen WWE SmackDown Women's Championess Sasha Banks. Freut euch auch da drauf. Das waren die 20-Fakten-Videos für die Woche, aber das war's noch gar nicht. Samstag geht's dann weiter mit einer kleinen, aber feinen Doku zu WrestleMania, die etwas den Aufstieg von WrestleMania beleuchtet. Mit dabei habe ich unter anderem ein etwas längeres Interview mit Sebastian Hackl. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr dieses Interview auch mal komplett auf meinem Kanal haben wollt. Falls ja, wäre natürlich auch kein Thema, wenn ich euch das mal komplett hier auf dem Kanal hochlade. Aber eigentlich ist das für diese WrestleMania-Doku am Samstag geplant gewesen. Dabei sind dann noch neben Sebastian Hackl Raketenjanzl, vielleicht kennen jemand einen YouTuber hier. Martin ist auch dabei, Tarkan Aslan und viele andere Leute sind mit in dieser Doku vertreten. Sonntag und Montag gibt es dann direkt nach den WrestleMania-Live-Ausstrahlungen hier auf YouTube eine Live-Review. Mich würde es sehr freuen, wenn ihr da einschaltet und mitdiskutiert, wie euch denn WrestleMania so gefallen hat. Ich habe euch mal die Streams, die ich geplant habe, die habe ich euch schon mal in der Beschreibung verlinkt, aber auch als Top-Kommentar. Stellt euch da einfach eine Erinnerung ein und schon seid ihr dabei. Auch streamtechnisch gibt es einiges dieses Mal. Wir fangen Samstag bereits um 18 Uhr an. Um 18 Uhr. Wir spielen was Passendes, nämlich Legends of WrestleMania. Natürlich wird auch der Rounds of Glory-Titel verteidigt. Am Samstag, dem ersten Tag von WrestleMania, wird dann auch der neue Rounds of Glory Titel vorgestellt. Dazu wird es auf dem Kanal hier auch noch ein komplettes Video geben, wie ich diesen Titel gemacht habe. Ihr wisst ja, den alten habe ich ja selber gemacht. Der neue, der am Samstag vorgestellt wird, der ist komplett neu. Der ist komplett von einem Profi gemacht worden. Sieht auch dementsprechend aus. Freut euch drauf. Wie gesagt, Samstag, Sonntag jeweils 18 Uhr hier auf Twitch dann. twitch.tv/paraflow.de gibt es dann einen Stream mit entsprechendem Let's Watch Together dann später. Freut euch drauf, es wird eine richtig geile Woche. Link zu meinem Twitch-Kanal und zu den beiden Livestreams, zu den beiden Live-Reviews, wo ihr euch eine Erinnerung stellen könnt, sind in der Beschreibung. Leute, habt viel Spaß, haut rein, wir sehen uns dann am Montag wieder mit einem 20-Fakten-Video zu Vince McMahon. Haut rein und ciao.